Also in meiner Version vom Sandmann, die ja angelehnt ist an das Buch von E.T.A. Hoffmann, habe ich sozusagen die Struktur von, ich nenne es jetzt mal vier Kapitel, also das Ballett in vier Kapitel eingeteilt, wo wir uns eigentlich immer aus der Sicht von Nathanael befinden. Und jede Szene beginnt eigentlich auch mit seinem Erwachen aus einem Albtraum oder einem Fantasietraum. Und je nachdem, wo wir uns befinden, ist es manchmal eben Nathanaels Traumwelt und manchmal sind wir total in der Realität. Und manchmal vermischen sich auch beide Welten. Mit Andreas wollte ich schon wahnsinnig lange zusammenarbeiten und wir sind schon seit so 2, 3 Jahren im Gespräch gewesen und haben immer den perfekten Ort und das perfekte Stück gesucht. Und ja, als sich jetzt das in Graz hier ergeben hat und ich diese Studiobühne kannte, habe ich gedacht, das ist der perfekte Raum, der perfekte Ort und auch endlich die Gelegenheit, mit Andreas zusammenzuarbeiten und ihm dies, ich sage es jetzt mal, das neue Ballett, die neu aufgestellte Ballettkompanie anzuvertrauen und zu sagen, so möchten wir uns präsentieren. So nah, so intensiv, so auch virtuos getanzt, gepartnert, mitgelitten. Und ganz im Mittelpunkt steht eigentlich die Beziehung von Clara und Nathanael, die mich auch beim Lesen des Buches eigentlich am meisten angesprochen hat. Dieses Beziehungsgeflecht von diesen zwei jungen Menschen, die eben schon als Kinder zusammengekommen sind, weil eben laut Buch sind Clara und ihr Bruder Lothar als Waisenkinder in die Familie aufgenommen worden. Und ziemlich früh haben sich Nathanael und Clara entschieden, zusammen zu sein. Und sind damit aufgewachsen, vielleicht auch ohne das jemals zu hinterfragen und sind eben jetzt verlobt, aber vom Wesen und vom Charakter eigentlich sehr unterschiedlich und haben sich auch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Wie ja auch im Buch hat Nathanael natürlich so einige Probleme, sage ich jetzt mal ganz banal, aber so sein mentaler Zustand ist schon ziemlich labil und Clara rutscht deswegen so ein bisschen in die Rolle einer Frau, die sich sozusagen um ihn kümmert. Also die Beziehung ist ein bisschen aus der Balance geraten. Zum Beispiel, also was ich jetzt das zweite Kapitel nenne, wird diese Beziehung auch vorgestellt, wie die miteinander funktionieren. Und Lothar kommt auch in das Geflecht mit rein. Und dann gibt es natürlich die Figur des Sandmanns und des Vaters, die ich sozusagen als ein Pärchen darstelle, die immer in Nathanaels Welt dabei sind, also die Teil seines ganzen Seins eigentlich sind. Was eben auch Sigmund Freud mal vorgeschlagen hat, dass eben diese Vaterfigur und die Sandmannfigur eine Figur sind. Und das hat mich inspiriert, auch diese zwei gleichzeitig auftreten zu lassen, eigentlich wie Stimmen oder Schatten ständig in Nathanaels Welt teilzuhaben. Ja, der Sandmann ist eigentlich im Buch der Advokat Coppelius, der die Familie ab und zu abends besucht, um wahrscheinlich alchemistische Experimente mit dem Vater durchzuführen. Das geschieht aber immer alles ein bisschen geheimnisvoll und die Kinder werden sofort ins Bett geschickt, sobald eben klar ist, jetzt kommt der Coppelius. Nathanaels Naivität als Kind
baut er sich sozusagen diese Figur dieses Sandmanns in seiner Fantasie, er zeichnet sie, er träumt von ihm und verbindet eben diese Sandmannfigur mit dem Coppelius. Dass man als Leser und hier jetzt auch als Zuschauer entscheiden muss, was ist jetzt Realität und was nicht. Im dritten Kapitel gibt es eben diese Traumszene, wo die Claras sich verdoppeln und ein bisschen auch so ein romantisches Ideal einer klassischen Ballerina darstellen, wo ich dann auch den Spitzentanz mit einfließen lasse. Hier in der Studiobühne ist man wahnsinnig nah an den Tänzern dran. Also man sieht wirklich jede Mimik, jede noch so kleinste Bewegung. Man hört sie atmen, man sieht sie schwitzen, man hört, also man ist quasi mittendrin statt nur dabei. Dadurch greift einen auch die Geschichte, finde ich, viel näher an, weil es gibt kein Orchestergraben, keine große Distanz zwischen den Tänzern. Dann am Schluss in der vierten Szene, die eigentliche Clara auch wie in der Vision plötzlich erscheint und sich sozusagen für den Nathanael aufgibt. Also als letzter versucht, diese Beziehung irgendwie zu retten. Also sie versucht, jemand zu sein, der sie nicht ist. Und das ist eigentlich für mich dann auch der Schlüssel des Ganzen, dass diese Beziehung einfach so nicht funktionieren kann. Und sie versucht es, aber sie merkt recht schnell, dass das auch nicht funktioniert für sie. Und eigentlich damit schon abgeschlossen hat, aber dann plötzlich sie auch ein bisschen in diese Welt von diesem Nathanael mit eindringt. Mich würde es nicht wundern, wenn dem einen oder anderen Zuschauer, wenn er wirklich weinen muss, wenn einem wirklich Tränen runterlaufen, weil man mit den Leuten mitfühlt. Die Musik ist, die der Benjamin Rimmer dazu geschaffen hat, ist einfach so unterstützend und helfend, dass man sitzt wirklich da. Ich habe mich selber in den Proben dabei ertappt, dass ich streckenweise nicht geatmet habe, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht und wirklich mitgelitten habe.